Und Hongkong. Und jetzt zum anderen Ende der Skala. Sozial Schwächere dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Gesellschaft muss näher zusammenrücken. Das fordert der 100.000 Mitglieder starke NRW-Landesverband des Sozialverbands Deutschland, SOVD. Und er hat konkrete Vorschläge. Mehr Arbeitsplätze für qualifizierte Schwerbehinderte, höhere Abgaben von Unternehmen, die keine Behinderten einstellen, mehr Personal in der Pflege, das auch besser bezahlt wird. Forderungen des SOVD beim Jahresempfang in Düsseldorf. Der Verband warnt auch vor gesellschaftlicher Spaltung, wenn Kommunen aus Geldmangel soziale Aufgaben nicht mehr erfüllen. Wir als Landesverband des Sozialverbands Deutschland fordern eben auch die Landespolitik hier in NRW auf, sich auf Bundesebene, zum Beispiel im Bundesrat, dafür einzusetzen, dass endlich mehr Verteilungsgerechtigkeit herrscht, indem man eben Vermögenssteuern wieder einführt, Unternehmenssteuern wieder hochsetzt. Junge, Alte, Menschen mit Behinderungen und Einwanderer sollen miteinander statt nebeneinander leben. Dafür plädierte Gastrednerin Barbara Steffens, Gesundheitsministerin von NRW.